Hallo, hier sind die Sarah und Alice. Wir haben mittels Processing eine dynamische Soundanalyse erstellt, die wir euch hier kurz vorstellen möchten. Ziel unseres Projekts war es, Sounds auf ihre Inhalte zu untersuchen und diese in einer visuell ansprechenden Form auszugeben. Ja, dabei war es wichtig, für jeden Song einen möglichst aussagekräftigen Footprint zu generieren. Und im Folgenden werden wir euch nun drei Beispiele zeigen, an denen wir die Analyse näher beschreiben. Das ist unser erstes Beispiel. Also jedes Bild besteht aus zwei visuellen Komponenten. Einmal hier oben der Schriftzug und der Kreis. Ich werde euch jetzt etwas zu dem Kreis erzählen. Der beginnt hier im Uhrzeigersinn, geht einmal rum. Der äußere Kreis symbolisiert die Länge des Songs. Dabei steht jedes einzelne Segment für eine Sekunde. Und je lauter es in dieser Sekunde ist, desto größer ist auch das Kreissegment und dementsprechend verändert sich auch die Farbe. Ist der Song viel zu leise, fehlt ein komplettes Kreissegment an dieser Stelle auch. Der zweite Kreis symbolisiert die Beats per Minute, die sich auch an der Länge des Songs orientieren und an den Taktbereich. Die Farbe verändert sich auch dementsprechend im Verlauf des Songs. Dann haben wir hier noch die Spitzen, die sich ebenfalls an den Beats per Minute orientieren. Das heißt, je schneller der Song, desto mehr Spitzen sind auch zu sehen. Und zum Schluss noch die Blätter an den Spitzen, die sich dann an der maximalen Lautstärke des Songs an sich orientieren. Dementsprechend sind die auch in jedem Bild etwas anders orientiert. Ja. Ja, bei der Erstellung des Schriftzuges habe ich mir erstmal die Buchstabenanzahl aus Interpret und Titel ausgeben lassen und habe den Song in entsprechend genauso viele Bereiche unterteilt, sodass ich für jeden einzelnen Buchstaben einen Bereich des Songs hatte, den ich analysiere. Ich habe mich dann an der Lautstärke des Songs orientiert, das heißt die Buchstabengrößen sowie diese Zacken, die hier an den Buchstaben sind, hängen von der Lautstärke jeweils ab. Man sieht das auch sehr schön an dem äußeren Kreissegment, da wo die Segmente vollständig fehlen, sind auch die Buchstaben sehr kahl und haben kaum Zacken, genauso wie am Ende zum Beispiel, da wird der Song ein bisschen lauter, man sieht hier diese Spitzen. Dann gibt es zum Beispiel hier sehr viele Zacken. So, bei den Farben haben wir uns an dem BPM-Wert orientiert, haben den in sechs verschiedene Bereiche eingeteilt und somit haben wir auch die Farbskala in sechs Bereiche unterteilt und haben einfach den Bereichen des BPM die Bereiche der Farbskala zugeordnet. Ja, kommen wir nochmal kurz auf die einzelnen Beispiele zu sprechen. Unser erstes Beispiel hat zum Beispiel einen BPM-Wert von 139,43. Dementsprechend sind die Farben auch alle eher im bläulichen bis lilanen Bereich angeordnet. Unser zweites Beispiel hat einen BPM-Wert von 120. Hier sind die Farben etwas heller und eher im grün-bläulichen Bereich. Und unser drittes Beispiel mit den unschlagbaren 186,85 BPM ist auch dementsprechend etwas knalliger und gefährlicher. Also zumindest soll es ein bisschen von den Farben her schon zeigen, dass dieser Song doch ein wenig hart und schnell ist. Hier sieht man auch ganz schön an den Zacken, es sind ziemlich viele, dass dieser Song relativ schnell ist. Der übrigens aus dem Hardcore-Gabber-Bereich kommt und wahrscheinlich nicht für jedermanns Ohren gedacht ist. Ja, das war's zu unserer Soundanalyse. Wenn ihr noch Fragen habt, Anregungen oder Kritik, dürft ihr uns gerne schreiben. Ja, wir wünschen euch noch viel Spaß damit und Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.